Ja, es käme, glaube ich, wieder, wenn wir nicht gerade ein Hex spielen würden. Ja. Oh nein, mein Liebling. Ah, du bist es. Ja, richtig, du bist es. Ich habe gehört, Team Galactic sei in einem Kraftwerk aufgetaucht. Team Galactic, hast du von ihnen schon gehört? Aber natürlich, wir kennen uns ja. Also, wo ist es, dieses Team? Hä? Wie bitte? Du hast es vertrieben? Du bist zwar ein Trainer, aber... Ja gut, ich setze eben meine Untersuchungen im Gebäude fort. Tschüssi, der schräge Vogel. Nein, lass mich gehen. Nein, ich will hier weg. Oh nein, da ist er wieder. Erstaunlich, ich habe das gesamte Gebäude durchsucht. Auch im Gebäude befindet sich dieser ominöse Team Galactic nicht. Du hast es also nicht aus Versehen übersehen oder irgendein anderes Team verjagt. Nur etwas schafft mein wahrer Trainer. Etwas jung zwar, aber durchaus als Trainer zu erkennen. Wie erkennt man einen Trainer? Der hat so einen Orden, wo Trainer draufsteht. So, hallo, mein Name ist. Ich bin Trainer. Ah. Das müssen alle tragen. Ash hat's auf seiner Mütze kleben. Ich werde nun meine Aufgabe als Elite der internationalen Polizei nachkommen und Schuldige verfolgen. Laut geheimer Quelle führt ihre Spur nach Ewignau. Ich verschwinde nun und empfehle mich. Tschüssikowski! Ich bin zu empfehlen. Ja, er ist ja die Elite der Polizei, ne? Ja, natürlich, voll die Also, der Elite. letzte Ort, an dem ich trainieren sollte, ist dieses Gras da. Okay. Das ist voll mit Elektro-Pokémon. Lieber nicht. In Bloody Diamond, das heißt also der Heck von ne, Diamant, kann man da ein wildes Zapdos fangen. Natürlich. Mit 1%iger Wahrscheinlichkeit. Warum nicht? Ja, die sind ja fast alle Legis, kannst du hier in freier Wildbahn treffen. Ah, Jo. das ist toll. Und auch Mein Gott. Aerodactyl, weiß ich auch, wo man den fangen könnte, aber ich brauch den nicht. Ich will Ich keinen muss Gesteinflug. was sagen, auf jeden Fall. Ich fand's interessant, wie er Team Galactic als eine Person darstellt. Ja. Dieser Elite-Polizist. Team Galactic. Elite. Team Galactic, das kann nur eine Person sein. Yo. Bam. Bam. Ich finde das Thema von dem Pokémon Center hier scheiße. Das ist das alte Thema, nur total langsam. Ich gehe zu langsam, so. Okay. Ja. Kennst du Gut, das dass ich das nicht. Pokémon-Thema? Da 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 dam dam da da dam. Nein. Echt nicht? Nein. Nein, ich möchte diesen Baum nicht beschmieren mit Honig. Hallo, Pfadfinder, möchtest du kämpfen? Pathfinder möchte kämpfen. Pathfinder ist glücklich. Möchtest du den Daddy das Pfadfinder sprechen? Ich bin ein S. Okay. Wie soll ich einen Pfadfinder sprechen, wo ich nicht weiß? Ich glaube, es ist weiblich. So. Hey, wie wäre es mit einem Kampf, bevor ich in den Ewigwald aufbreche? Und ich wieder ewig verlaufe. Der geht ewig, der Ewigwald. Camper Nick ist es sogar. Okay. Es ist ein 12-jähriger Junge mit einer, der noch nicht im Stimmbruch war. Genau. Okay. Nicht so wie Chris oder sowas. Chris? Ja. Zoe Schumarus. Spiel. Ach so. Ja. Ja, Ah, ne? er Achte ist. mal auf dieses Level, was das gegnerische Pokémon hat. Ja, 24. Das heißt auf gut Deutsch, ich darf nachher wieder trainieren. Ja, das darfst du. Los, Pascal! Pascal, Pascal! Nee, falscher Name. Mundo, Mundo! Das Ding kann schon Flammenrad. Ja. Zum Ist Glück ist doch. Pascal Wassertyp. Dann beiß rein. Guten Appetit, Pascal. Und der ist auf dich draufgetreten. No. Er springt hoch und jumpt dann auf Pascal rum. Der ist aber trotzdem auf dich draufgetreten. Ja. Es tut doch weh. Das Vieh hat eine höhere Init als ich. Das ist nicht gut. Nom. Bom. Aber das Vieh ist. Nom. Yay, Taliaref Level 23. Yay. Pascal kriegt Erfahrung. Kämpfer nickt. Dodu, ein Dodu. Flug-Pokémon. Yay. Kann Dodu überhaupt fliegen? Ein Pokémon Stadium kann das Fliegen einsetzen. Das Ding hat nur Beine. Ich weiß. Das strampelt mit Bein und Kopf und fliegt dann in Pokémon Stadium 1.
Das heißt, das fliegt quasi wie ein Yoshi. Also eigentlich soll es ja sowas wie ein Strauß wohl darstellen. Die können ja auch nicht fliegen. Zumindest hat es einen langen Hals wie ein Strauß. Es ist ein Mutant. Jo, ich mache ja auch einfach zwei Parts. Weil ich es kann. Ja, warum nicht? Tun wir mal Sasa nach vorne. Das ist auch 23 wie die anderen jetzt. Nur der arme Ben bleibt ab Level 21. Der arme. Schleich, schleich. Ein Ball. Ein X-Spezialverteidigung. Warum nicht? Ist immerhin gratis. Schau weg! Guck mich nicht so an! Nein! Ein Bergwanderer! Weißt du, wie man einen Bergwanderer spricht? Natürlich! Es gibt zwar keinen Berg hier, aber ich bin zum Bergwandern bereit! Und los! Wir sind jetzt schon im zweiten Part, ich werde das nachher cutten. Ich glaube einfach, der bleibt da so lange stehen, bis unter ihm so ein Berg auftaucht. Wie hieß der jetzt? Karel. Mobai, hallo Mobai. Mobai ist ja die Vorentwicklung von Mogelbaum. Mogelbaum. Oh je. Und? Dann setzen wir mal Flücker ein, das ist sein stärkster Angriff. Ist ja immerhin ein Baum. Genau. Ist zwar Typ irgendwas mit Gestein, aber Hauptsache ist ein Baum. Ich werd grad gerufen. Oh. Ich muss kurz weg. Dann hau ab. Jo, warum ich jetzt gerade so still bin, ich habe gerade kurz über was nachgedacht. Ja, es hat nicht wehgetan, nein. Ich überlege gerade, wie Mo bei Flücker einsetzen will. Es ist doch. Wie setzt ein Pokémon, die Mimikry einsetzen, eigentlich gegnerischen Attacken an? Zum Beispiel Flügelschlag. Ich stelle mir gerade vor, wie Mobile plötzlich Flügel wachsen und Patsch. Oder sowas in der Art. Ja. Ein Kamau. Das kann wehtun. Nein, Sasa kann ich nicht gegen ein Kamau kämpfen lassen. Los, Pascal, das kriegst du schon irgendwie hin, hoffe ich. Denn Kamaup ist Feuertyp und wie wir wissen, ist der liebe Sasa Stahltyp und Stahl hat Affinität auf Feuer. Dann beiß rein. Du kannst noch keine Wasserattacken, Pascal. Es wird Zeit, dass du endlich mal eine Wasserattacke lernst. Energiefokus. Es poppt sich auf. Ich kann die ganze Zeit auf zwei Bildschirmen beobachten, was passiert. Einmal die Übertragung und einmal das Originalfenster. Und somit ist Pascal 24 und wieder einmal das stärkste Pokémon im Team. Mamfaxo, Normaltyp, die Vorentwicklung von Relaxo. Können wir mit Sasa rangehen? So, jetzt bin ich wieder da. Jo, da bist du wieder. Du hast einmal einen Auftritt von Pascal verpasst. Der ist jetzt Level 24. Oh. Ja, ich musste Sasa gegen den Feuer-Pokémon austauschen, da er gegen Feuer keine Chance hat. Ah. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Mamfaxo. Okay. Das frisst und frisst und frisst und wird ein Relaxo. Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an einen Relaxo. Ja, ist die Vorentwicklung. Ah, okay. Ich kenne mich ja nicht bei Pokémon aus. Ja, ja. Aber Relaxo kennst du, ne? Dick, Relaxo kenne ich, ja. Fressend. Jo. Karel. Ja. Das war ein erfrischender Kampf. Hier hast du Kleingeld. Das habe ich gerade aus meiner Tasche rausgeholt. Das ist jetzt nicht. Kein Gesetz verbietet einem Wanderer die Suche nach Bergen. Jo, lag ich. Jo, also falls es tatsächlich auch nachher im Video so laggt, tut mir das leid. Liegt mal in der Bildschirmübertragung. Ja, wollte ich gerade sagen, liegt bestimmt an der Übertragung. Das ist schon wieder so ein scheiß Camper, hä? Sieht immer so weiblich aus, ey. Es ist ein langer Weg zwischen Flori und Ewig der anderen Stadt. Also lass uns kämpfen. Ja, mit den Namen habe ich auch richtig Probleme, ey. Ich hab das hier dann immer Buchstaben aneinander gegangen, ey. Simon. Hallo Simon. Ich bin Simon. Simon. Quapsel. Auch noch ein Wasser-Pokémon. Das einzige Pokémon. Wasser und Feuer sind die wenigen Typen, die gegen Stahl wirklich effektiv sind. Also Feuer effektiv und Wasser normal effektiv. Mhm. Weil Stahl ist wirklich, wenn du weder Wasser noch Feuer hast, ist Stahl sehr zäh, weil die haben eine hohe Verteidigung, ne?
und kaum irgendwas ist da wirklich effektiv gegen. Okay. Ja, und deswegen ist Laza eine sehr gute Unterstützung in dem Team auch. Das ist gut. Jo. Hydropi. Der hat auch nur Wasser-Pokémon. Hydropi, Hydropi. Ich mag Hydropi. Ja? Ja. Meinst du, kriegen wir Hydropi kaputt, bevor es Geduld einsetzen kann? Speichert Energie. Oder jetzt ist es tot. Ja, jetzt ist es. Pokémon sterben nur in Nuzlock. Was hat denn meine Audio da unten gemacht? Scheiße, es kann sein, dass man mich gerade nicht verstanden hat. Schöner Scheiß. Das ist nicht gut. Ja, ich habe nämlich gerade gesehen, dass die Audioline immer weiter nach unten geht. Das ist böse. Das darf ich nachher von Hand machen. Oh. Ein Plinfer. Plinfer habe ich auch. Ich draußen gerade gesaugt. Oh nein. Ja, mit Plinfer habe ich sogar angefangen. Das verschimmelt jetzt auf der Box, weil es kein Flug-Pokémon ist. Kriegst du am Anfang überhaupt ein Flug-Pokémon? Nein. Das einzige Starter-Flug-Pokémon, was es gibt, ist Glumandern. Das musste ich mir ja fangen. Man kann ja hier alle Starter von 1 bis 4 im hohen Gras einfach so fangen. Das hat bestimmt jetzt nur noch ein KP. Würde mich nicht wundern, ne? Ah. Look. Look. Plinfar wurde besiegt. Wir erhalten Erfahrungspunkte. Du auf dem Boden, du trittst einmal noch gegen. Fertig. Ein Fleckmon. Das einzige Pokémon, was auch ein Digimon hätte sein können. Bist du? Ich mag Fleckmon. Das ist so träge. Fleckmon. Wasserpsycho gibt's auch nicht so oft. Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Psycho erst auf der nächsten Stufe dazu kommt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Simon wurde besiegt. Bäh, mir ist die Kampffähigkeit bla 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 aufreg. Ich bin traurig. Oh, wir latschen jetzt zurück zum Pokémon Center. Weil, wie du siehst, ist mein Team fertig, ne? Ja, so ein bisschen. Und die anderen beiden darf ich in Trainerkämpfen nicht benutzen. Ja, das stimmt. Ja, keine Flug-Pokémon. Immer diese Flug-Pokémon. Ja, ja. Ja, rein da. Ich glaube, das reicht aber auch. Zwei Parts, danach kommt wieder ein Perfect World Part. Das reicht. Ja, das ist doch schön. Ja. 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 Das ist nicht so, mach so ein Perfect World mit einer Nebatma. Das kann ich, wenn ich das übertrage, dann springt mir der PC weg. Da muss das Spiel jetzt eben runterladen. Okay. Oh nein. Gut, verdammt. Ich denke mal, das reicht für Pokémon. Nee. In dem letzten Part, in diesem Part jetzt keine Begrüßung, dafür das Ende. Ah! Hört mich irgendwie an mein Zeug. Nur, dass der erste Part eine Begrüßung hatte und der zweite jetzt nicht. Ja. Na gut, ich würde sagen, ne? Ciao. Jo, tschüss, Leute. Klick.